wieder zurück. Hallo, Schatzi. Mhm. So, Essen ist bestellt. Töpfchenpause ist erledigt. Ich sollte vielleicht mal das Spiel wieder anmachen. Star Wars. So, und wir sind wieder im Star Wars. So, mal ganz kurz mal gucken. Hab hier gerade was gesehen. Bin mal neugierig geworden. Nee, das nicht. Achso, nee, schade. Doch nicht das, was ich dachte. Okay. So. Dann würde ich sagen, geht's mal weiter, ne? Einmal mitkommen? Einmal mitkommen. So, bin einmal mitgekommen, kann wieder gehen. Also bei diesem Problem, was gerade besteht, was ja einige von euch zu haben scheinen, also Neuinstallation bringt wohl nix und mit als Admin ausführen bringt wohl auch nix, haben schon einige festgestellt. Aber der Asen kann euch das alles erklären, der hat ganz, ganz viel schon getestet oder versucht zu testen. Bist du mit drin? Ich bin mit drin, aber jeder spricht wieder für sich alleine, kennst du das doch. Ach so, okay. Ich habe noch nie ein Volk wie die Rishi getroffen. Pragmatisch, höflich und vernünftig. Wenn das Klima nicht wäre, würde ich es in Betracht ziehen, zu bleiben. Ich bin mir sicher, es gibt wichtigere Dinge, über die wir reden sollten. Ja, natürlich. Die Beobachtungen der Rishi bei der Revanita-Festung decken sich mit dem, was wir bereits wissen. Sie haben mächtige Kriegsschiffe auf Abruf bereitstehen und sie sind gut geschützt. Mann, warum kriegt er keine Flirtoptionen bei ihr? Mann! Revan hat vor, die imperiale und die republikanische Flotte gleichzeitig anzugreifen. Ein verwegener Plan, das ist sicher. Wir haben es noch nicht geschafft, die imperiale Flotte zu erreichen, die sich Rishi nähert. Aber ich kann anhand der Nova Blade-Daten sagen, dass sich Darth Mars Flaggschiff darunter befindet. Husky, wir sind auf T3-M4. Schatzi, hast du Flirtoptionen bei ihr? Nein. Okay, wir müssen Mark kontaktieren. Was kümmert mich nicht? Mark kontaktieren. Eine Lösung für unser Kommunikationsproblem. Er muss wissen, was ihn erwartet. Ich versuche, die Störungsmuster in einen Code umzuwandeln, der von dem Protokolldruiden der sich nähernden Schiffe entschlüsselt werden kann. Wenn sie ihre Credits wert sind. Macht weiter Druck und haltet ihre Schiffe auf, wenn ihr könnt. Wir versuchen, die Flotte zu erreichen und helfen euch so gut wir können. Ich bin ja auch noch hier, aber Sie haben leider recht. Wir hoffen, dass Agent Shan gefunden wird. Ja, am besten lebendig. Jetzt zeigt den Revanitern, und wenn es das Schicksal will, auch Revan, warum man sich besser nicht mit euch anlegt. Der Witz ist aber, ich weiß nicht, wo das Problem liegt, weil wie gesagt, wir haben uns um 12:30 eingeloggt. Und Asen, ich glaube, du wolltest ja erst dich früher einloggen wollen. Das hat nicht geklappt, ne? Also, was ist das? Ich weiß nicht. Ich habe ein Wissensobjekt gefunden. Moment, wo? Präzision. Wo? Welches? Bist du schon draußen? Nee, ich bin drinne. Er ist schon draußen. Ich bin ja schon mal im Gespräch fertig. Ach so, draußen ist ein Wissensobjekt, ja? Okay, wo? Hier. Ein Wissensobjekt. Wir werden kluger. K-L-U-K. Lenny, welchen Kollegen meinst du? No, weißt, Schatz. Jetzt geht's ab nach unten? Ja, ab in den Keller. Zum Stroh und zur Maske. Nein. Boah, diese Olle Fliege, ne? Ich hol gleich meine Nerfgun und baller die hier alle ab. Wenn der Fliegen klatscht, geht's wohl schneller, Schatz. Der Nerfgun macht es mehr Spaß. Der Erfolg ist aber relativ. Das ist, ja, natürlich ist der Erfolg relativ. So, jetzt wollen wir suchen Hinweise auf die Fresserin. Einmal hier, der Dicke ist schon wieder im Weg. Der Asen hatte das Problem vorhin. Das ist der Einzige hier aus dem Stream, der diese Probleme hatte. Dann frage ich mich ja gerade, wo jetzt echt das Problem ist, dass ihr nicht reinkommt, dass bei euch der Launcher rumspinnt. So,
Hier ist der erste Hinweis. Hm. Ja, du hast ihn gerade aufgenommen. Das, nee, das ist doch, ne? Oder? Du meinst... Oder lass das da Erz, das wir einsammeln können. Nein, das ist der Hinweis, aber warum greifst du die unschuldigen Vögel an? Die, weil die rot sind, die waren immer rot. Bei mir waren die gelb. Dann habe ich gerade nicht drauf geachtet. Da wüsste ich aber echt, wo das Problem ist. Also es bei euch nicht funktioniert. So, hier irgendwo am Wasser ist der nächste Hinweis. So ein abgebrochener Zweig. Stimmt, sind doch gelb. Hat sich mal einer von euch die Mühe gemacht, einfach mal den Support zu fragen, was der dazu sagt? Oh, und da ist der letzte. Oder im Forum, im SWTOR-Forum, ob da irgendwas ist. Vielleicht steht ja im Forum schon irgendwas. Jetzt müssen wir kurz zum Boss zurück. Zum Boss zurück? Ja, zum Dorfältesten. So. Wo sagen welcher Boss denn? Oder, es gibt hundertprozentig, ich sag mal, gerade bestimmt noch einen Star Wars Stream, der größer ist als meiner. Vielleicht da mal rumfragen, ob da von den Zuschauern einer vielleicht das Problem hat. Vielleicht haben die ja eine Lösung. Ansonsten fällt mir nur der Support ein. Hinterlassenschaften der Bestie. Sie muss in der Nähe sein. Ich vermisse die Zeit, als ich einen... Ich dachte schon, ihr hättet mich vergessen. Okay. Oder SVTOR, also Fan, also die das Fanforum. Ich bin der einzige Star Wars, wie man gerade, okay, das deutschsprachige. Kannst du mal sehen? Ja, das geht bei Star Wars, also hast du im Schnitt die Streams immer erst so ab 18, 19 Uhr. Am Wochenende aktuell ist natürlich die Beta vom neuen COD. Und Diablo wird primär jetzt gerade wieder gestreamt, weil es ja bringt ja mehr Klicks und mehr Quote. Was ist denn das hier? Ich komm nicht hoch. Ja. Problem sollte nicht so häufig vorkommen. Sensible Informationen sollten nur noch persönlich ausgetauscht werden. Geleiterzugang für alle freigegeben. Begebt euch zu den vorgegebenen Sammelpunkten. So lang? Moment, da lang. Hier ist irgendwas, was kaputt gemacht werden muss. Ja, da kann man noch sehen. Ich bin genau in die andere Richtung gegangen, Schatz. Dann treffen wir uns auf den Kronen. Warte. Komm mit dir. Dann gehen wir eben da von hier aus. Ich bin nicht nur zur Tür da. Zerstören wir beide? Ne, beide einzeln zerstören, okay. Dunkel hier. Da ist auch noch einer. Sind sogar zwei. Einen noch. So staubig hier. Da wollte ich den Bergbrück draufhauen. Alle tot? Nee, da ist noch einer. Ja, Moment. Skill. Fähigkeiten. Nein, das nicht. Da! Wo ist denn der Skilltree? Schon lange nicht mehr gespielt. Wo versteckt er sich? Was denn? Das Skill-Dingsbumsi. Bei Fähigkeiten? Nein. Nein. G-
Gefechtsgeschichte, das heißt ja jetzt anders. Da. Da ist es. Mit 60 gibt es das nächste. Ja. So sieht's aus. Wollen du mitkommen? Ja, Moment. Ich soll's nur kurz zeigen. Ich hab's gezeigt. Achso, und jetzt komme ich mit. Da Höhle. Genau, da Höhle. Große Höhle. Und das dicke Ding da töten. Aber der ist doch so knuffig. Ja, der ist knuffig, aber den. Der hat sogar ein Halsband. Ja, aber den müssen wir für das Dorf umlegen. Na gut. Mach mal Wurst raus. Aua, es piekst. Also ich habe jetzt den Söldner nur so geskillt, wie ich mir gedenkt habe, dass es passt. Also ich bin da jemand, der arbeitet da. Können auch die Stammzuschauer auf jeden Fall bestätigen. Ich bin da jemand, der arbeitet ungern mit so Guides. Stop. Das war's? Ah, jetzt gehen wir ins Revan-Lager. Ins Revanita-Lager schon wieder. Ja. Wo lang? Erstmal rechts. Du geh vor. Ich glaube, das ist eine Telefon... Das ist Köln-Festnetz. Anschluss. Also, ich glaube, wenn, dann bezahlt die Normaltarif. Also, 021 ist Köln. Bist du sicher? 021 ist Köln. Ich dachte, 0221. 021 könnte Düsseldorf sein. Stimmt. Nee, oder? Oh, guck mal, ein ganz kleines Schweinchen. Schweinchen? Ein Babyschwein! Oh ja, klar. Spanferkel! Nehme ich mir den Kristall, wenn du hier unschuldige Schweine tötest. Ein Kristall! Einfach das Babyschwein umgelegt, also sowas. So, wo geht's weiter? Hier rüber? Da den Weg folgen, genau. Einfach den Weg folgen, hast du gesagt. Okay. Ja, die wollen sich mit uns anlegen übrigens. Ja, und interessieren wir auch nicht. Oder meinst du die uns gerade verfolgen? Ja, genau die meine ich. Ja, aber was soll's. Hier ist das Revanita-Lager. Da ist so ein blinkendes blaues Etwas. Ja, das klicken wir dann mal an. Anklick! Gut. Gut. Dann töten wir jetzt 25 Typen. Hier stehen zufällig 1 bis 53. Könnten auch weniger sein als 53. Und wir gehen fröhlich freundlich in das Lager rein. Fröhlich freundlich. La 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 la. Alles klar. So? Ja, nicht ganz, aber so gut wie. Na gut. Gefällt mir, wenn das Stream euch gefällt. Oh, ich hab schon wieder Sprachbug, ey. So, Schatzi, du musst mal wieder ein neues Update ziehen. Auf Mann.1. Nein, Mann 2.0 ist das. Nee, Mann 1.0 ist doch der erste Mann. So, wir müssen aber hier links abbiegen. Da ist nämlich noch so ein blinkendes Ding. Ah, blau, Blinky. Du solltest doch schießen, warum schießt du nicht? Da, drück doch mal, schieß. Drück ich halt den Knopf. Genau. Knopf. So, wo lang? Wir gehen hier auf den Hauptweg. Ich folge dir einfach, geh mal vor. Frau, gehe sie vor. Oh, guck mal, da ganz viele Gegner. Ja, genau. Falscher Knopf. Den wollte ich eigentlich drücken. Einer steht noch.
Geht ja wohl gar nicht. So, lass das Schiff in die Luft jagen. Juhu! Aber beeil dich, sonst drückt der da drauf. Manno! Arschkrampe! Nein, ich hab's kaputt gemacht, bevor der noch drin. Achso, du hast es kaputt gemacht. Ja, da kam ein Attentäter und bevor der mir das Schiff wegklaut, drin mach ich es lieber. Moment, kaputt. Ich hab irgendwas offen. Moment! Quest annehmen, danke! Ich folge dich mal. Achso, die habe ich gar nicht gesehen, die anderen Schatzi. So, wo lang? Da, glaube ich, ne? Oder? Ja, hier einfach so rumlaufen. Ne? Und Leute töten. Genau. Ja, dann töten wir mal Leute. Für die, die nachher, also Kilion und Asen, ihr seid doch bestimmt noch irgendwie halbwegs im Chat anwesend oder im Stream. Ihr könnt natürlich nachher mit in den TS reinkommen, ne? Also wenn wir anderen vier zocken, auch wenn ihr nicht im Spiel dann, also ihr spielt ja dann für euch alleine, aber könnt ihr trotzdem mit in die TS-Gruppe reinkommen. Weil in den TS-Raum, da können wir trotzdem zu sechs miteinander rumquatschen. Ah, einer zu früh abgeguckt. Schatzi, also hier runter. Genau, auf der nächsten Plattform steht das Schiff. So, wie kommen wir hier hoch? Ah, ganz hinten. Ah, hier steht ja einer. Ja, ich geh schon mal drücken. Ach, ihr seid schon längst am Zocken, okay. Hab ich mir aber schon fast gedacht. Also ich muss fragen gleich, wenn wir gleich Happa Happa machen, Schatzi, wollen wir dabei noch spielen beim Happa Happa machen? Oder wollen wir da kurze Streampause an sich machen? Also ich kann mein Essen mit einer Hand essen. Was hast du denn wieder bestellt? Nudeln. Brauch nur eine Gabel. Wirbelchen. Hast du ja wieder... hier, den hier, ne? Den da oben. Da oben. Ja, das, ich hab noch... Also das habe ich auch alles. Mir fehlt... Eine Belohnung fehlt mir allerdings. Eine Jahresbelohnung, die es mal gab. Die hat der hier nämlich nicht. Die hat mein anderer, mein ältester Charakter. Also der älteste Char, den ich habe, der heißt zufälligerweise auch Drakeus. Und ist mit einer der kleinsten Charaktere, die ich überhaupt besitze. Weiter im Text. Ja, auf zum nächsten Schiff. Und der hat noch ein Haustier, was der hier nicht hat. Der hat hier alle anderen Belohnungen, die es bisher gab, durch Geburtstage und Events. Die hat der hier alle mitgemacht. Aber dieses eine Pet hat der leider nicht. Ich habe gedacht, also der Der Gründerbonus ist, wenn du Abonnent warst, als sie auf Free-to-Play umgestellt haben, zum Beispiel. Deluxe Edition, das geht ja logisch. Gründerbonus ist halt solche Sachen. Da hinten ist es. Oh, hier ist auch eine Mission, warte. Ach, Spielverderber. Ich drück schon mal. Ich kann nicht drücken. Weil er hier irgendwer wieder kämpfen muss, Fräulein. Sag das dem Spielverderber, der mich nicht vorbeilassen wollte. Revanita, wir bereiten die Luftabwehrkanonen vor. Wenn die Angreifer Schiffe zur Verstärkung rufen, werden wir bereit. Was denn, Wirbelchen? Ach so, welches Haustier? Weiß ich nicht, war irgend so ein Hundeviech, ähnliches etwas. Müsste ich jetzt glatt mal schauen. Kann ich ja nachher mal zeigen, vielleicht. Genau, das Geschütz übernehmen wir dann mal und ballern alles ab. Was denn abballern? Du musst einfach nur in den Himmel zielen. Ja. Und da so irgendwo, und dann sind da so rote Kringel. Ja. Und wenn du einen roten Kringel im Fadenkreuz hast, drückst du einfach nach rechts. Den Rest macht das Ding automatisch. Drücke ich nach was? Den Rechtsklick. Ja. Verstehe ich nicht.
blödes Spiel. Die rechte Maustaste. Also ich habe das Ding angeklickt. Pass auf, ich klicke es an, ne? Mit rechts. Jetzt bin ich im Visiermodus. Genau, dann guckst du den Himmel ab. Ja. Und wenn dein Faden dann zwischendurch, kann es sein, dass du so einen roten Kringel dann am Himmel siehst. Ja, sehe ich gerade. Gut, und wenn du mit dem Fadenkreuz auf dem roten Kringel bist, drückst du auf die rechte Maustaste. Ach so, und dann einfach nur warten. Genau, den Rest. Nee, auf die linke muss ich drücken. Oh, Entschuldigung. Den Rest ja. Den Rest macht das Ding alleine. Und wie lange? Bis du 3 kaputt gemacht hast. 5 kaputt gemacht, Entschuldigung. Okay. Es gab da wohl irgend so ein Hundeviech als Belohnung für, wenn man sich zu einer bestimmten Zeit auch noch eingeloggt hat. 1, 2, 3. Hab ich. Da, Feuer, 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 Feuer. Ich kann die Frau nicht erschießen, warum? Du musst noch 2, ne? Muss noch mal 2. Okay. Okay, also stellen wir schon mal fest, das Problem liegt weder an dem, liegt also nicht am Betriebssystem. Jetzt aber. Der galt nicht. Was? Der fragt mich doch nicht, der letzte galt nicht. Gut. Der Town-Town-Bock? Nee, der glaube ich nicht. Ja, aber jetzt. Unsere Verteidigung. Deaktiviert die Kanonen. Diesen Kampf haben wir verloren. Der Town-Town-Bock war es, glaube ich, nicht. Ich muss gleich mal gucken. Wenn wir hier die Quest erledigt haben, dann schaue ich gleich mal. Ich glaube, der Town-Town-Bock war es nicht. Der Town-Town war irgendeine andere Questbelohnung mal gewesen. War der Town-Town nicht eine Belohnung für irgendein Event? Nee, für irgendein Event nicht. Überlege ich gerade. Den habe ich aber, glaube ich, auch. Ist da noch irgendwo einer da? Ich will Putt machen. Dann mach Putt. Putt. So, dann suchen wir jetzt das Kommunikationsterminal. Komm, Termi. Okay. Also nach der Quest locke ich mich mal kurz um, Schatzi, weil ich muss jetzt gucken, wie das Viech heißt. Das nervt mich jetzt. Ich weiß nicht, was das für ein Viech war. Weil ansonsten habe ich ja einiges an Haustieren. Hier rumfliegen. Wo sind die jetzt schon wieder versteckt? Da. Also ich habe ja nicht gerade wenig. Aber ein Town-Town? Ein Town-Town habe ich nicht. Ich glaube, sowas war das. Sowas wie Wumpfwiesel. Irgendwas in der Richtung. Das ist ja Stimme. Ach, Entschuldigung, wir müssen das ist ja so mit. Was denn? Das ist auf die hier wieder drauf. Achso. Ich finde, das ist so mit der Stimme bei Star Wars. Da ist ja auch so der Sammelfaktor noch ein bisschen größer. Das Problem ist nur, dass, wenn man hier sammeln will, kann man das nicht in aller Ruhe. Weil dann bist du wieder gezwungen, Instanzen zu machen für den ganzen plumper Quatsch. Und das bin ich ja kein Freund davon. Ich mache ja ungern Instanzen. Also gerade wenn es die großen Raids, also die kleine 5er-Gruppen-Sachen oder Heldendinger, die mache ich schon auch, wenn ich ein bisschen überlevelt bin, aber die großen Sachen, wie jetzt hier die großen Raids, die mache ich ja nicht. Kann ich leider auch nicht sagen, Vader. Das Ding hätte ich zum Beispiel gerne. Dieses komische Einrad. Das muss aber auch neu sein. Das habe ich noch nicht lang dabei. Nee, das kam jetzt neu rein. Ein Astromech-Druiden-Pad. Ja, davon habe ich ein paar. Einmal Knopf drücken. Einmal Knopf drücken.
Weltenboss, ja, aber nicht jetzt heute, weil heute war wirklich nur Level 60 werden und hier Rishi beenden. Aufgabe des Streams. Eine Holo-Aufzeichnung, in der Theron verhört wird. Koordinaten kommen. Und Revan? Kein Hinweis darauf, dass er dort ist. Aber auch keiner, dass er nicht dort ist. Ich würde wachsam bleiben. Alles klar? Kehre zurück zu... Und befreie Dingsbums. Okay, wir können auch befreien. Hüpf. Oh, ich sehe wieder nix. Wir müssen mal gucken, also die Woche haben wir ja noch Zeit, da wird auf jeden Fall Diablo weitergemacht, je nachdem wie weit wir heute kommen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch Star Wars noch ein bisschen machen. Da können wir vielleicht da mal einen Weltenboss legen, oder? Essen ist da. Viel zu früh. Komm mit rein, Schatzi, schnell. Bist du Sicherheit. Oh, oder auch nicht. Gut. Schatzi bleibt da, den kann ich mir ganz kurz umloggen. Da fliege ich sowieso aus der Indie raus. Schatzi, Essen ist da. So, hier der da, der Golden Boy. Der hat dieses komische Pet. Ladebalken, Ladebalken. Lade, lade, Ladebalken. So, ist gerade Kopfgeldjägerwoche? Nee, wollte ich gerade schon sagen. Nein, wo war das nochmal? Was bist du denn? Achso, hier muss ich auch mal wieder schließen. Umskillen. Schließen. Pets, Pets, Pets. Wo waren die Pets wieder versteckt? Ich Idiot. Hm? Da. Haustiere. Welcher von denen? Der Carnifari war das, glaube ich, gewesen. Der Carnifari. Oh, Strawberry Cheesecake gab es auch? Ja. Wusste ich nicht. Das ist was Kaltes, das ist mein Essen. Das ist ganz heiß, das ist dein Essen. So, ich bring schnell das Essen in den Tiefkühler, bin gleich wieder da. Hi Nico, bin gleich wieder da. So, wieder da. Ah. Ich glaube, der hier war das. Musst du nur noch wiederkommen. Der Carnifari, der war, ja, ich bin gleich wieder da. Der Carnifari war, glaube ich, das Pet, was ich nicht hatte. Das ist hier nämlich mein ältester Charakter, wie gesagt, den ich besitze. Mit einer der kleinsten. Abmelden. Ja. Der Nico ist jetzt da. Juhu. Oh, heiß, heiß, heiß. Schatzi, das Essen ist übrigens heiß. So. Ich bereite ganz kurz mein Essen vor. Mmh. Ham, ham. Lecker, lecker, ham, ham. Erstmal die Peperoni futtern. So, und weil wir ja länger streamen, also Star Wars länger streamen und keine Mittagspause machen, muss ich jetzt leider während des Streams Happa Happa machen. Sprich, ihr hört mich schmackofatzen. Aber dem ich halt so, ne? Ich komm mal kurz raus, Schatzi. Wo bist denn du? Schatz? Hm? Ich stehe vor der Instanz. Mhm. Vor dem Ding. Ich sehe dich nämlich gerade nicht. Ich auch nicht. Ich lade dich mal eine Gruppe ein. Lass mich raten, ich bin in der falschen Ebene. Ja, genau.
Möchtest du rüberkommen oder soll ich? Ich komme schon rüber zu dir. Also soll ich Nein sagen? Genau. Sag du Nein? Denn ich komme zu dir. Bin ich in der falschen Phase? Speedy, Chips sind ungesund für Katzen und für Menschen. Die Chipswanzen sind nicht gut für Katzen. Ah, da bist du ja. Mhm. Ah, toll. Die haben die Pommes wieder nicht gesalzen, die Schweine. Moment, ich muss umbauen. Das passt hier so nicht. Das muss nach da. Das muss weiter nach da. Das Mikro muss weiter nach da. Sind wir jetzt in einer Gruppe? Ich habe dich in die Gruppe eingeladen. Du stehst bei mir als mit in der Gruppe drin, ja, mein Schatz? Komisch, weil ich habe gerade gebufft und bei dir ist nichts passiert. Weil ich den Buff noch habe? Ja, Speedy, dann weißt du jetzt, Baloo futtert das auch. Kommst du auch rein, Schatz? Bin schon drin. Oh nee, muss das wieder jeder für sich alleine machen? Naja. Oh. Wer ist schneller, wer draußen ist? Na, da komme ich ja nie zum Essen. Jetzt hätte ich ja sagen können, Schatzi, du mach mal alles kaputt und ich kann gemütlich essen, weißt du? Muss ich ja alleine hier kämpfen. Na gut, muss ich Pommes mit der Finger essen. Was abkühlen. Ja, aber kalte Pommes schmecken nicht. Und kaltes Gyros auch nicht. Aber Speedy, Chips sind nicht das Ungewöhnlichste, was Katzen fressen. Unsere erste Katze, die wir hatten, die hat die Hälfte meiner Tabletop-Armee gefressen. Und Glasscherben. Und Glasscherben. Ja, irgendwo ist ein Gegner da. Hallo, Gegner. Ach, guck mal, ein Reed ist auch wieder da. Da ist noch wer. Geht auch weg. Und nur zur Beruhigung, ja, unsere Katze hat das Ganze überlebt, was sie gefressen hat. Muss ich hier hin? Wo muss ich eigentlich hin? Einmal links abbiegen und ach, dann da, die Tür. Ihr habt euch lange genug nee, Speedy, unser Mülleimer heißt nicht Katze. Unsere Katze hieß Lulu. Und die hat wirklich das alles gefressen. Das letzte, was ich von der Hälfte meiner Ork-Armee noch gefunden hatte, war eine Speerspitze und einen halb zerkauten Streitwagen. Und diese fette Wolfsspinne, die zwei Dinger, die ich gestern. Kommst du mit dem Boss hier klar? Der ist schon tot. Ich bin doch dabei. Ihr werdet fallen. Ich komm mit dem gerade so ein bisschen nicht klar, mit dem Rollen hier. Jetzt fall schon um, du Sack. Geht doch. Alles klar? Hey, Starawolf. Ganz schnell Pommes im Mund stopfen. Solange ich noch kann. Revan, ich hätte es wissen müssen, dass die Fußhunde des Imperiums nach Rishi kommen, um mich zu finden. Ihr verschwendet eure Zeit. Was habt ihr mit Tiron gemacht?
Theron Shans Schicksal ist nicht von Bedeutung. Genauso wenig wie eures. Ich verändere das Schicksal der ganzen Galaxis. Ich sehe nur, dass ihr versucht, alles zu zerstören. Ich führe keinen Krieg mit dem Imperium und der Republik. Ich rette zahllose Leben und ihr stellt euch mir immer wieder in den Weg. Das einzig Gute, das eure Anwesenheit hier mit sich bringt, ist, dass ihr es miterlebt. Nee, Husky, die sind solo. Fortgeschritten. Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Die diese komischen Story-Instanzen sind irgendwie solo. Hört nicht auf ihn. Es ist noch nicht vorbei. Nein, ich will nicht mit dem flirten, verdammte Axt. Hä? Was soll das heißen? Ich weiß nicht, wie viel Lana oder Revan euch gesagt haben, aber er hat die imperialen und republikanischen Kommandoflotten nach Rishi gelockt. Revan will sie in einen Kampf verwickeln und so die Führungsriege ausschalten. Wenn man es überhaupt einen Kampf nennen kann. Es sind auf beiden Seiten Revaniter, die Schilde, Waffen und alles Mögliche sonst noch sabotieren. Und wir können sie nicht warnen. Revan hat die Nova Blade-Einheiten einen Signalstörer bauen lassen. WB Shiro. Kommunikation innerhalb des Rishi-Raums. Das wird ein Blutbad. Eins muss man euch lassen, Revan. Ihr wisst, wie man Pläne schmiedet. Zu schade, dass ihr das Ergebnis nicht mehr miterleben werdet. Hier liegt gleich alles in Trümmern. Ihr hättet euch mir anschließen sollen. Aber ihr seid natürlich genauso hartnäckig wie ich. Lebt wohl. Nee, Nilo. Ah, Gegner! Also, im Prinzip ist es so, das Imperium, wovon hier die Rede ist, ist das Imperium der Sith. Also ein reines Imperium der Sith. Das ist aber... Das sind aber... 400 Jahre bevor die, Ja, Moment. Mit den Sith sind aber nicht die Sith Lords, also die bösen Jedi, die bösen Machtanwender gemeint, sondern die Rasse. Es gibt auch eine Rasse, die so heißt. Und deren Imperium ist damit gemeint. Und das ist da hier das Imperium und die Republik sind alle anderen Welten. Also alle anderen humanoiden Welten. Das Ganze hier spielt etwa 1000 Jahre vor... Nein, 1400 oder so. Nee, 1000 Jahre. Es soll etwa 1000 Jahre spielen, bevor die Story von Knights of the Old Republic spielt. Also das RPG, das Rollenspiel. Storytechnisch und das Imperium, was du meinst, ist ja das sich aus den Separatisten aus den Episode 1 bis 3 ergeben hat. Das hat aber hier mit dem Imperium nichts zu tun. Nur 3000 Jahre? Echt? 3000 Jahre? So viel? Ich dachte immer nur 1000 Jahre. Weil, ist auf jeden Fall älter als Yoda, aber Yoda ist jetzt wie alt? 900? Aber auf sagen wir so, bei Jedipedia ist es so zeittechnisch, gehört es dazu. Also aus dem Imperium hier wird dann das andere gedünnt, Gott. Ja, so irgendwie. Ach. Jetzt muss ich mich hier einmal durchprügeln, ja? Ich wollte doch nur in Ruhe essen. Ich habe schon wieder Pommes kalt. Ich warte im Rishi-Dorf auf dich, ne? Hast du dich erst durchgekämpft hier? Ja, ich bin schon fertig. Du bist aus der Instanz rausgegangen. Nein, ich bin noch drin. Ich habe alle hier umgelegt und habe dann die Steuerkontrolle hier angeklickt. Da gab es eine Steuerkontrolle zum Anklicken? Ja, hinter dem dicken Mob. Da gab es eine Steuerkontrolle zum Anklicken? Ja. Mann! Die Tirpitz ist da? Ja, okay, die Tirpitz bringt mir aber nichts. Ich will die deutschen Schiffe haben. Umdrehen, Schatz. Warum? Ich kann auch rausgehen, mich deporten. Hast du die Kontrolle angeklickt? Muss man die anklicken? Ja, die musst du anklicken. Schalte die Beladung ab.
Warum sieht man das denn nicht? Und wenn du die Kontrolle angeklickt hast, dann kannst du dich auch ins Lager zurückbeamen. Wo ist denn die? Ach, da! Ja, mein Gott, die fällt doch gar nicht auf, die siehst du ja gar nicht. Okay, der Typ bleibt davor stehen. Wäre vielleicht auffällig gewesen. Gesundheit! Hallo? Seid ihr da? Lana? Was ist gerade passiert? Ich habe mich wohl durch 4 Verschlüsselungsstufen gehackt und den Energiekern deaktiviert. Gerade noch rechtzeitig. Ich glaube nicht, dass ich es sonst geschafft hätte. Theron, gut, dass ihr am Leben seid. Ich habe alles über den Störer gehört. Wir müssen uns für einen sofortigen Angriff neu gruppieren. Was auch immer passiert. Seid stolz auf alles, was wir bis jetzt erreicht haben. Wir sehen uns bald. Bin Lana jetzt gut? Oder wie jetzt? Warum sollte Lana dann putzen? Das klang gerade so. Kehre ins Rigidorf zurück. Rigidorf. Also ich habe den Support einfach immer angerufen mit dieser 021 Nummer. So, dann gehen wir einmal zum Dorfältesten. Ja, Moment, muss ganz kurz am Briefkasten ran. Nee, Shiro, das ist kein vernünftiger Preis. 60 Euro für das Schiff, ne. Sturmregenerator. Ich danke euch, Fremdling. Feiern wir euren Sieg und tun uns an den Überresten der Messer. Bestie gütlich. Verteidigungsschild, Messer. Aber ich spiele Doppelblaster, ich kann gar nichts davon verwenden. Das ist für den Gefährten, Schatz. Moment, stimmt. Für welchen denn? Das kannst du dir aussuchen, das steht dabei immer. Dann nehme ich das Messer, das ist wenigstens für meine Ehefrau. Marco, kommen Sie mal her. Sie kriegen da, glaube ich, ein neues Messer. Das war, glaube ich, gar kein gesockeltes Messer, was ich habe, ne? Ne, ich habe das Farbkristalle gehabt. Ausdauer 100, 200, noch was. Ja, komm da. Das kriegt die gute Marco angelegt. Das ist ein Hammer. Jawohl, und wieder ein Level Up. Vom Ruf her. Ja, okay, 30 Tage Premium. Okay, bist du bei 10 Euro. Dann kostet das Schiff also 50 Euro. Und 2500 Gold, weiß ich jetzt nicht, wie viel das in Euro ist, aber. Sagen wir mal, selbst wenn es. Also, einen ordentlichen Preis für das Schiff, würde ich sagen, für mich maximal 40 Euro. Das heißt, Gold und Premium zusammen müssen mindestens 20 Euro wert sein. Dann wäre es für mich ein ordentlicher Preis. Aber nur die Türpits sind auch nochmal 10 Euro. Ja, okay, dann sind es 40 Euro, dann passt's. Aber nur die Türpits macht halt keinen Sinn für mich aktuell. Ich hätte lieber die deutschen Schiffe im Allgemeinen. So, hier geht wieder jeder für sich alleine rein. Okay, schön langsam. Ich bin nicht 100% auf der Höhe und du bist nicht gerade der Sanfteste. Oh, gut. Das Team ist wieder zusammen. Dank Ihnen natürlich, weil Sie Theron gerettet haben. Er war schon fast selbst entkommen. Theron, ihr habt die Daten zum Signalstörer. Fangt an. Genau. Daten, die ich gesammelt habe, während ich gegen meinen Willen von mehreren Verhörsonden festgehalten wurde.
Der Störer ist auf einer Insel in der Nähe.